nachdem wir noch ein DLC auf die Schlucht. Ja, so wie. Ich laufe einfach. Ich weiß noch nicht, wohin ich laufe. Zu. Auf. Okay. Was ist das Moppelchen denn? Hier drüber. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Es ist so dunkel hier. Ich höre dich doch, Boy. Oh, Boy. Was war? Was? Oh. Oh. Ah, hier durch, hier durch. Ach, grundgütiger. Okay, kann er nicht durch? Oh, er kann hier nicht durch. Okay. Ich bleib für immer in diesem Spalt stehen. Wie kann ich hercrouchen? Oh. Ha! Hier war doch irgendwas. Arschloch. Hab ich gerade mal weggeguckt. Hallo, Stalkersuki 66. Ich will aber nicht, dass mir irgendeiner an die Nüsse packt und mich an den Nüssen festhält. Stalkersuki 66. Hallo. Ist er das? Ne, das ist ein anderer. Stress. Okay, da ist zu. Gut, dann nehmen wir halt die offene Tür. Hi. Ja? Ich? Ja? Wer bist du? Ich glaube, der steht auf Fesselspielchen. Hier ist auch noch einer. Grundgütiger. Oh, ein Scheißhaus. Ich muss sowieso gerade. Danke. Verfolgt der mich? Der verfolgt mich tatsächlich. Den haben wir da oben. Bist du? Ah. Wie überleben die hier eigentlich so ohne Essen? Sir. Sie sind mir ein bisschen zu penetrant. Entschuldigung. Ich muss hier in Ruhe arbeiten. Wie komme ich denn hier raus? Und die Batterie ist schon wieder leer. Yay! Sie fürchten, ja. Sie fürchten? Kann es sein, dass Stalkersuki 66 irgendwie nicht unsere Sprache spricht, sondern Englisch oder so? Stalkersuki? Are you speaking English? Das ist eine offene Tür. Ist hier denn irgendwo ein Spalt? Hier müsste bestimmt irgendwo so ein Spalt sein. Schön Batterien. Denk an die Banane. Was für eine Banane? Hier gibt es nirgends eine Banane. Komme ich nicht weiter. Arschloch. Da ist ein Raum. Showers. Duschen. Duschen, wir müssen doch sowieso durch die Duschen. Alles klar, versperrt natürlich. Natürlich zu. Natürlich auch zu. Das war ja klar. Okay. Muss ich hier vielleicht zurück? Jetzt, wo ich von dem komischen Hans Wurst dann nicht mehr verfolgt werde? Aber so weit zurück kann das doch nicht sein. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Da muss ja irgendwo da, muss ja ein. Stalkersuki 66, vielen Dank! Er muss ja da irgendwie muss ja da ein Weg hergehen. Was ist denn mit der Tür? War ich da schon? Auch zu. Überall sind zu Türen. Und er wieder. Der geht mir ein bisschen auf den Sack. In seiner ganzen Folgerei. Kann ich denn hier irgendwo hoch? Ist hier eine Treppe? Bin ich einfach blöd? Das war jetzt eine rhetorische Frage. Da möchte ich bitte keine Antwort drauf. Sind wir nicht hier? Aua! Mann!
Kann ich ihn... Ach, guck mal. Hier, der Profi wieder am Werk. Ob ich dir helfen sollte, ich weiß ja nicht. Okay. Achso. Sir. Sir, bitte. Das ist ja wohl. Haben Sie sich wehgetan? Hm. Ja, ja, ja. Ich kann mir schon ungefähr denken, was jetzt kommt, wenn ich hier dran vorbeigehe. Na los, pack mich. Pack mich doch. Du packst mich gar nicht? Okay. Nice. Bewege dich vorwärts und rücke von einer... Aber knapp. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass der Typ mich hier packt und... Moment, Seabank Energy auf einen der toten Wachleute. Die armen toten Wachleute. Ach guck mal, das sind doch bestimmt wieder so Hinweise, die ich mit der Kamera filmen muss, oder nicht? He did not kill his enemies. Ja, das hat man doch schon. Oh, da liegt ja einer. Zeuge. Mente. Nachruf. Kann mal eben einer den Link öffnen? Rudolf G. Wernicke. Alter 90. Mhm. Mhm, mhm. Bla bla bla. Kriegsdeim, Mexiko. Mhm, mhm. Großzügiges Wesen. Alles klar. Wunderbar. Könnte eigentlich mal langsam wieder eine Batterie finden. Vielleicht packt er mich jetzt. Höre ich da was? Was höre ich hier? Schätzungsweise. Der packt mich jetzt bestimmt. Ja, sag ich ja. Oh, au, 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 au. Okay. Hi, na du? Ach du Armer. Bin auch schon wieder weg, kein Problem. Und Michele64, hi und danke. Hä? Folge dem Blut, folge dem Blut. Ja, folge dem Blut. Das ist total die supi Idee. Folg doch einfach mal dem Blut. Ohne Batterie. Schon wieder dieses Symbol, was wir da auch eben gesehen haben, als da die dicke Action im Eingangsbereich war. Aha. 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 Ja, Tuni, ich finde Blut definitiv nicht so eklig wie Fäkalien. Ich bin echt kein Freund von Fäkalien. Blut ist okay. Ich will hier nicht lang gehen. Muss ich hier lang gehen? Ich will hier nicht lang gehen. Was, wenn ich den anderen Weg lang gehe? Da war aber kein Blut. Ich soll ja mit dem Blut folgen. Was, wenn ich hier lang gehe? Auch wenn hier kein Blut ist. Dann laufe ich in eine Sackgasse. Alles klar, ich verstehe. Aber da haben wir was zum Verstecken. Das ist schon mal gut zu wissen. In den Dingern kann ich mich auch verstecken. Okay. Ja, was haben wir denn hier überhaupt? Das ist ein Loch. Das ist ja mal total eine supi Idee. Durch einen dunklen, bitterbösen Keller, was auch immer, Gang zu gehen. Oh. Oh, ja. Mhm. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Und die Batterien sind leer. Ja, nochmal guten Abend, Stalker Suki 66.
Oh nein, ich bin kein Vampir. Aber Blut ist doch echt nicht eklig. Ich finde Fäkalien viel ekelhafter. Stoffwechselendprodukte. Bäh. Blut? Blut ist halt Blut. Verdammt. Oh, da crouchen wir mal durch. Da passiert. Irgendwas passiert gleich bestimmt. Oh, was war? Was war das denn? Ihr habt das doch auch gesehen, oder? War das ein Geist? Bin ich schon tot? Vielleicht bin ich ja schon tot. Vielleicht bin ich ja schon tot. Bilde mir das alles nur ein. Auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben, Handschrift, Gleichschriftfügung des Patienten, Vater Martin Achim Baut. Dieser Gottesreal, bla bla bla, Geister, Gespenster, wahnsinnig. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Was zum... Ah, da wäre eine Leiter gewesen. Aber nicht für uns. Na, ja, ich habe mir schon gedacht, dass wir da lang müssen. Will ich da wirklich durch? Outlast 2 kommt im Herbst 2016 raus. Ja, dann habe ich ja noch bis zum Herbst Zeit, dieses Spiel hier durchzuspielen. Das Spiel speichert schon wieder. Ich möchte nicht, dass das Spiel speichert. Dreht zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Das klingt jetzt erstmal so einfach. Ne? Okay, wir haben den Female Ward Drain und den Prison Block Drain. Schätzungsweise müssen wir die aufschließen. Müssen wir erst, hey, geradeaus, am Ende der Straße links. Kommen wir aber nicht lang, wir müssen die erste links und dann sonst am Ende rechts gehen. Dann wieder rechts und beim anderen rechts und dann, okay. I got this. Was ist denn hier? Ach so, dafür muss ich den Wasserstand absenken. Ah, Dicky ist da. Okay. Kann der uns hier ersehen, so in diesem Zwischenspalt? Ich weiß es nicht. Ha! Wo geht er lang? Dicky! Wo ist er? Da ist er. Okay. Du gehst da lang? Ich gehe hier lang, Dicky. Komm. Wir teilen uns den Weg. Ach, guck mal, er geht da hinten lang. Oh Gott, er hat mich gesehen. Ah, nein! Ah! Aua! Oh! Okay, der macht Damage. Ah, lauf! Jessas und Maria. Wieso gehe ich denn zurück? Mein Gott. Der Dicke hat einen Namen. Wie heißt der Dicke denn? War das nicht dieser... Stand da irgendwo... War das nicht hier... Ist das nicht dieser komplett wahnsinnige Typ? Krankenbericht von Chris Walker. Ist das nicht der Typ mit dieser... Enorme Körpergröße. Das ist doch hier bestimmt der Chris Walker. Chris Walker, ja, sag ich doch. Alles easy. Alles klar, Chrissy. Dann fangen wir das Spiel wieder von vorne an. Du und ich, wir beide. Endlich, vereint. Bist du? Wo ist er denn? Chrissy! Huhu! Sehe ich gar nicht, sehe durch den Nebel. Was soll denn der Scheiß? Wo ist der denn? Ich sehe den doch überhaupt nicht. Der ist bestimmt da hinten in der Röhre drin. Oder? Nein, er ist da. Alles klar, easy.
Okay, er ist in die linke Röhre gegangen. Das heißt, wir laufen jetzt ganz schnell in die rechte Röhre. Lauf! Licht, bitte! Okay. Okay, okay, okay. Ventil öffnen. Ah, ist klar. Und jetzt, kann ich mich verstecken? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Da ist ein Spind. Ich stelle mich jetzt einfach mal in den Spind für den Fall der Fälle, dass Chris jetzt reinkommt. Wir warten mal einen kurzen Augenblick. Alles klar. Die Luft ist rein. Ist hier eine Batterie? Nein. War der Nebel vorher auch schon da? Ha! Hilfe! Hilfe! Aua! 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 Lauf! 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 Ah! Ah! Spring da rüber! Affe! Ah! Der packt ja da rein. Hallo? Nein, Sir, bitte aus. Pfui. Kusch, kusch! Gut. Das erste Ventil haben wir schon mal. Dann warten wir jetzt darauf, dass er nach rechts geht. Aber er geht natürlich nach links. Wir müssen ja eigentlich darauf warten, dass er nach rechts geht. Hier, bockend warten, dass er da irgendwo aus der Tube rauskommt. Wir müssen ja die erste nehmen. Ja, supi. Na, dit hat mir hier jetzt was. Oh. Alles klar, er geht in die rechte Tube. Das heißt, wir huschen geschwind wie der Wind in die linke Tube. Rein da. Laufen, 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 laufen. Rechts rum. Rechts rum. Hier. Hier. Durch den Spalt. Ha! Das zweite Ventil und für ihn in unerreichbarer Ferne. Das ist schon mal gut. Zack. Benutze die Leiter, um zur unteren Abzweigung zu gelangen. Machen wir doch. Da müsste die. Oh! Hi, Chris. Er hat uns gesehen. Aber er kann uns nicht kriegen. Wie lange gedenken Sie da stehen zu bleiben, Sir? Ist länger anscheinend. Na gut, nehme ich halt einen anderen Weg. Nein, jetzt ist er weggegangen. Okay. Komm. Verzieh dich, du Fleischklopf. Ich würde da gerne rausgehen. Oh, mein Gott, dann gehe ich halt einen Umweg. Ist aber auch lästig heute. Hier. Hier. Nein, nein. Aua, 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 aua. Lauf, 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 lauf. So. Alle benutzen die Leiter. Sehr schön. Wir benutzen die Leiter.
mein Gott, wie weit geht das denn hier runter? Warum hört die dramatische Musik nicht auf? Okay, jetzt hat die dramatische Musik aufgehört. Ich habe nicht so viel Batterie, Mann. Oh, noch eine Leiter. Oh, drauf da. Ah, da ist auch wieder Licht. Sehr schön. Will ich da jetzt wirklich hoch, wo ich schon da dieses wunderschöne Gesicht hab entgegenblicken sehen? Oh Gott, diese Schreie. Wirst du auch das DLC spielen? Ich denke, ja, aber nicht heute. Nicht mehr heute. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Ist schon 11 Uhr, dann werde ich gleich mal ins Bett gehen müssen. Das geht ja mal gar nicht. Wieso singt da irgendein Typ mit Taschenlampe? Oh Gott. Hi? I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Varnicane died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? Oh, da ich das aufblitzen sehen. Aber nein, es ist nichts. Schade. Hä? Schreibt sie irgendwann in die Notizen? Apropos Notizen, da haben wir schon lange nicht mehr reingeguckt. Könnten wir eigentlich mal machen. Eine Reihe gebrochener Männer stand auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber in einer Hülle? Mhm. Dieser Priestervater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei ein Zeuge für welche Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernick hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist in 13 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, schön Blut an mir. Okay. Da ist der Doktor ja wenigstens schon mal tot. Hat allerdings seinen super Chris Walker noch zurückgelassen. Ganz ehrlich, dieser Scheißort sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja, das stimmt allerdings. Der soll gerne die Köpfe von Leuten noch etwas einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Wieso sollte so ein riesiger, Köpfe abreißender Typ nicht das Problem sein? Stuff Wallrider taucht hier überall auf. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre, ein Geist oder ein Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch. Was ist Project Wallrider? Na gut. Ich schätze, wir müssen hier runter. Die Wasserfärbung sieht nicht ganz gesund aus. Male Ward oder Female Ward? Wir gehen mal natürlich den Male. Ah! Ekelhaft! Gehen mal den männlichen Weg. Einmal duschen. Ah, herrlich. Ja,
Ich höre hier doch irgendwas. Das war irgendwas hinter der Tür. Sollte ich diese Tür öffnen? Ja! Okay, ist doch nichts hinter der Tür. Da waren noch Batterien. Oh, ich habe die Batterien nicht gefunden. Oh, bin ich kacke. Ob ich wohl noch zurückgehen kann? Geh ich zurück? Geh ich nicht zurück? Nein, ich gehe nicht zurück. Wir schaffen das! So, nur tasten wir uns einfach im Dunkeln rum. Wer braucht schon Batterien? Links. Wir gehen mal links. Nein, wir gehen rechts. Alles klar, immer der Einstellung nach. Immer rechts rum. Nicht. Nein, tut mir leid. Das war anscheinend der Zonk. Auch keine Batterie. Ich hab mal nichts rum. Ja, das stimmt allerdings. Wenn ich hier solche Spiele spiele, die ich eigentlich gar nicht spielen will, da entwickle ich gut und gerne mal einen Tunnelblick und übersehe viele Dinge. Jetzt ist die Batterie gleich leer. Oh, wäre ich doch besser mal zurückgegangen hätte. Ah, guck mal, eine Batterie. Bling, bling, Jackpot. Okay. Ah, da können wir hoch. Hallo? Hallo, ich möchte gerne. Achso. Hallo? Mensch! Der wird irgendwo mal. Ja, das kann gut sein. Aber das hoffe ich natürlich nicht, weil ganz ohne Batterien wäre, glaube ich, auch ein bisschen kacke. Aufspritzende Wasser. Oh. Würde ich jetzt ja mal hier im Wasser, würde mich ja wenigstens nicht dieses komische, dicke Chris Walker Moppelchen verfolgen. Ich hab gleich keine Batterie mehr. Upi dupi supi. Ha! Scheiße, der verfolgt mich doch hier im Wasser. Und ich sag noch, ja, hier im Wasser wird mich ja nicht das dicke Ding verfolgen. Ich bin viel zu langsam, ich komme nicht davon. Ah! Ich weiß gar nicht, wo ich mich hier... Ja, wow, jetzt hat er mich. Hi. Und da fliegt der Kopf. Ja, alles klar. Danke, ciao. Kacke. Und ich sag noch ganz trocken, ja, im Wasser wollte er mich ja wohl nicht angreifen. Hm. Kacke. Alles klar. Kann ich mich denn im Wasser irgendwie verstecken? Nein. Ich kann mich doch hier gar nicht verstecken. Höchstens hinter so einer Säule oder so. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Da hinten ist er. Ich sehe das Funkeln in seinen wunderschönen Augen. Nein, Chris, du hast mich nicht gesehen. Ah! Nein, Chris, du hast mich nicht gesehen. Okay, er geht wieder da in die Richtung. Okay. Gucken wir nochmal. Vielleicht ist er... Ah!
kann mich doch hier nirgendwo verstecken. Chris, get back. Okay. Jetzt mal rüber zur anderen Säule. Okay. Ah! Mehr. War denn jetzt der Ausgang? Ist das auf 12 Uhr der Ausgang? Nein. Doch, das ist die Leiter, ich sehe die Leiter. Okay. Lauf! Da war doch auf 12 Uhr die Leiter! Wo ist die Leiter hin? Oh, der tötet mich schon wieder! Nein! Ach, Mann! Die schießt doch kacke. Verschwende ruhig die Batterien. Ja, ja, ich weiß. Na gut. Ihr seht, was ich vorhabe.